es gibt so Momente, da guckt man runter, wenn man ganz oben hängt und denkt sich so, krass, was ist, wenn das Seil jetzt reißt? In diesen Momenten merkt man eben, dass man seine eigenen Ängste, natürliche Ängste überwindet. Und das ist einerseits total faszinierend und andererseits irgendwie schon auch manchmal ganz schön beängstigend. Man hat am Anfang oft mal nicht so den richtigen Plan, wie der Boulder funktioniert, und man kann sich dann Stück für Stück an den Boulder rantasten. Im Team zusammen die Lösung rausfinden, kommt immer ein Zug weiter und im Idealfall toppt man am Ende dann den Boulder. Du konzentrierst dich auf die Griffe über dir, auf den Griff vor dir, auf den Tritt unter dir und auf nichts anderes. Du blendest alles andere völlig aus und das ist halt echt cool, weil man irgendwie den Alltag komplett hinter sich lässt. Beim Bouldern ist es wirklich so, dass wir eher in diesen maximal kräftigen, kurzzeitigen Belastungen unterwegs sind, wo halt sehr viel Körperspannung und alles benötigen, und dann beim Klettern geht es eher um die Ausdauer. Angefangen in der Schule, mich hat es sofort gepackt, mit meinem Onkel zusammen weitergemacht, in einer ganz kleinen Turnhalle angefangen und es wurde halt immer mehr. Dann sind wir an Fels, dann gab es eine große Halle. Schlussendlich hat es mich jetzt auch in den Beruf verschlagen, ins Klettern. Also ich habe dann nach meinem Studium alles aufs Klettern ausgerichtet, um in diesem Sektor hier Fuß zu fassen. Der beste Weg, wie man zum Klettern kommt, ist, dass man irgendwie einen Kurs macht. Also es gibt eigentlich in jeder Stadt Kurse. Die Eintritte in die Kletterhallen liegen so bei 10 bis 15 Euro. Wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Fitnessclub-Mitgliedschaft, dann kommt man wahrscheinlich in etwa auf dasselbe.